Okay. Also noch einmal einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Wir haben hier ein international besetztes Webinar. Deutschland, Liechtenstein. Ich glaube, die Schweiz ist auch irgendwie vertreten. Österreich. Freut mich, dass ihr den Weg gefunden habt in meine O365 School der Schule in der Cloud für dieses Kurzwebinar, für diese kürzeste Webinarserie. Ich weiß, dass viele von euch schon einiges mit Forms gemacht haben und ich möchte einfach heute in einer Stunde und am Freitag dann in einer Stunde ein bisschen was über Forms euch zeigen. Bevor wir beginnen, ihr solltet, wie gesagt, eine Präsentation vor euch sehen. Ihr könnt die Präsentation auch im Anschluss haben. Ich habe ganz wenig da noch vorbereitet. Ihr müsstet unten vor euch, wie ihr das bei Skype for Business so vielleicht kennt, ein Mikrofon haben, das ihr stumm schalten könnt und aufmachen könnt. Wir sind ganz wenige in diesem heutigen Webinar. Also, wenn jemand was zu sagen hat, sehr, sehr gerne mich unterbrechen und einfach Mikrofon freischalten. Ihr habt auch die Möglichkeit, die Kamera zu aktivieren. Ich werde jetzt dann bei mir selber deaktivieren, damit ihr auch mehr seht. Und auf der rechten Seite eures Fensters habt ihr die Möglichkeit, das Fenster eben im Vollbild anzeigen zu lassen, damit ihr noch mehr seht. Ihr merkt auch so ein kleines Icon, das ausschaut wie eine Notiz, eine Besprechungsnotiz. Dort können wir gemeinsam Besprechungsnotizen reingeben. Ist nur so, falls etwas wirklich wichtig ist, werde ich es dort auch notieren. Ihr habt auch ein kleines Chatfenster, wo der Christian schon reingeschrieben habt und dort müsstet ihr in dem Chatfenster auch eine kleine kurze Umfrage finden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch in diesen zwei Webinaren euch zeigen möchte. Wir arbeiten hier gerade in einem Microsoft Teams-Umgebung und auch in Microsoft Teams habt ihr die Möglichkeit, mit Forms wunderbar zu arbeiten. Also das möchte ich euch auch zeigen. Ihr habt eine kurze Umfrage gestartet. Ich bin bei Office Forms totaler Anfänger, Einsteiger, User, fortgeschritten Profi. Vielleicht einfach kurz draufklicken, wie ihr euch selber einschätzt. Wie gesagt, ist im Chatfenster, ist diese Chatbubble und alles andere dann in weiterer Folge. Dankeschön für eure Abstimmung auf alle Fälle. Gut, es gibt tatsächlich noch totale Anfänger, deswegen werden wir auch wirklich, oder möchte ich versuchen, auch wirklich diesen totalen Anfängern die totalen Grundlagen zu zeigen, was man mit Office Forms oder Microsoft Forms, wie es eigentlich offiziell heißt, machen kann. Bevor wir zu dem Ganzen kommen, vielleicht gleich eintragen. Ich habe das hier zum ersten Mal, dieses Webinar, auch mit Gastzugängen ermöglicht. Offensichtlich hat es ganz gut funktioniert, dass sich manche hier verirrt haben. Wenn das Ganze technisch noch ein bisschen herausfordernd ist, ja, ich bin auch am Lernen, sollte aber immer leichter und besser klappen mit der Microsoft Teams-Umgebung. Und am Freitag diese Woche noch einmal dann zu einem zweiten Teil. Recht viel mehr kann ich auch mit Forms gar nicht wirklich abbilden oder euch sagen. Ja, noch etwas, was ich auch gerne habe, wenn ihr euch nicht traut zu reden, dann einfach in den Chat reinschreiben. Ich habe immer einen Blick ein bisschen auf den Chat, auf das Chatfenster, um euch auch ad hoc Antworten zu geben. Wir sind eine ganz kleine Gruppe. Also sollte das auch schnell funktionieren. Ich werde jetzt ganz geschwind einmal meinen zweiten Bildschirm mit euch teilen und ihr sagt mir, ob ihr jetzt wunderbar Forms vor euch seht, sollte eigentlich zu euch übertragen werden. Wunderbar, danke für die Rückmeldung, Christian, danke, Markus. Wie kommt man auf die ganze Welt oder was ist der Hintergrund von Forms? Ihr wisst, viele Leute kenne ich ja persönlich, habe ich schon persönlich getroffen. Ich versuche immer in meinen Workshops, Vorträgen, Webinaren, Seminaren auch Hintergründe zu erläutern, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt und ihr seid schlussendlich die Multiplikatoren dann in den Klassen, zu anderen Kollegen. Also es ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig,
ein paar Dinge als Hintergrundinformation zu kennen. Office Forms ist etwas, was nur Office 365 Business oder Education Kunden zur Verfügung steht. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich kann Formulare oder Quizzes, Microsoft Forms und Microsoft Quizzes, wie es so schön heißt, nur als Businesskunde verwenden. Als Privatmensch kann ich dieses Tool nicht einsetzen. Die Umgebung von Forms ist nichts anderes. Vor 2, 3 Jahren hat sich Microsoft gedacht, ja, wir haben sehr viele Werkzeuge, aber genau so etwas zum Umfragen erstellen, zum Quizzes erstellen, das fehlt uns noch. Und ich habe hier einfach auf forms.office.com, mit meinem User bin ich da angemeldet, kommt man hier auf die Übersichtsseite. Sehr einfach gehalten, sehr spartanisch gehalten. Alle die Formulare, die ich da zum Beispiel ausprobiert habe und reingestellt habe, sind hier zu sehen. Kurzer Überblick noch, der 9-Punkte-Starter liefert mir sofort wieder die Welt zurück in Office 365 Apps. Und es gibt ein paar andere kleine Dinge, die immer wieder weiterentwickelt werden, wie zum Beispiel seit kurzem gibt es da immer so eine Unterteilung in meine Formulare mit mir geteilt und Gruppenformulare. Auf das werde ich vielleicht heute noch drauf eingehen, aber aller spätestens dann am Freitag. Microsoft Forms ist eigentlich aus der Not heraus entstanden. Microsoft hat früher schon etwas mit Excel gehabt, mit Excel-Umfragen und so weiter, ist aber einfach zu wenig angekommen bzw. zu wenig eingesetzt worden. Es gibt auch die klassischen SharePoint-Formulare, wer da vielleicht aus dieser Welt noch kommt oder das mit dem schon bearbeitet hat, dort kann man noch viel, viel mächtigere Formulare erstellen. Forms hat als Grundprinzip KISS, Keep it simple and stupid. Also es soll funktionieren und das funktioniert auch ganz gut. Ich möchte euch heute einfach 2 unterschiedliche Dinge zeigen, für die Leute, die noch nie damit gearbeitet haben, auch einen langsamen Einstieg, einen kleinen Unterschied zu zeigen, was Formulare und Quizzes sind und gleich aus meiner Praxis dann euch ein paar Dinge zeigen. Also starten wir hier mal mit einem neuen Formular. Formulare leben in der Cloud, leben personalisiert auf meinen Account. Also ich, wenn ich das erstelle, ist es bei mir abgespeichert. Es gibt keinen Speicherbutton mehr, wie so überall. Und wenn ihr da meine Maus verfolgt, ihr habt da verschiedenste Werkzeuge oben, auf die werde ich dann alle noch eingehen. Aber mein Formular kann hier sofort beginnen und ich mache immer mein klassisches Star Wars Formular. Da gibt es ganz viele blöde Möglichkeiten und ich kann meinen Nerd ein bisschen auch herauslassen. Nein, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, aber bei Formularen habe ich hier die Möglichkeit, Daten aufzunehmen und die auswerten zu lassen. Ganz einfach, klassische Star Wars Umfrage. Also eine Beschreibung, eine kurze Umfrage. Ich hoffe, man kann es wirklich gut sehen, sonst mache ich es ein bisschen größer noch, den Bildschirm. So müsste man es vielleicht noch ein bisschen besser sehen können. Gleich vorweg, ich kann verschiedenste Einstellungen hier sofort beim Erstellen machen, wie zum Beispiel Bilder hochladen und man merkt schon wieder, wie das Ganze in die Office 365 Welt eingebettet ist. Ich kann auf mein OneDrive zugreifen, kann aber ganz einfach Bilder hochladen. Mache hier geschwind eine Star Wars Suche und man kennt diese Bing Suche mit Creative Commons lizenzierten Bildern. Dort sieht man, ich kann diese Bilder jetzt auch tatsächlich ohne rechtliche Probleme einsetzen. Nehmen wir hier zum Beispiel dieses Star Wars Logo und füge das Ganze hier hinzu, nur damit das Ganze ein bisschen auch Farbe reinkriegt. Nehmen wir es einfach so. Gut, wenn ich die Umfrage jetzt mit einer Frage erstelle, gibt es hier zurzeit 7 verschiedene Möglichkeiten an Arten und Fragentypen und ich werde versuchen, alle diese verschiedenen Fragentypen zu beginnen. Ein Klassiker ist logischerweise eine Auswahlfrage. Hier kann ich sofort sagen, möchte ich eine Single-Choice-Frage, also eine Einfachauswahl oder da unten eine Mehrfachauswahl.
Und welche Episode Wars ist die beste? Fragezeichen. Und da möchte ich noch ein paar Dinge darauf eingehen, so nebenbei. Ich kann logischerweise diese Antworten hier ganz einfach, ganz schnell als Optionen hinzufügen. Ja, es gibt hier mittlerweile, glaube ich, bei Star Wars 8 Episoden. Und somit kann der, der das dann ausfüllt, aus einer auswählen. Wichtig sind dann so Dinge wie zum Beispiel Sonstiges hinzufügen. Das ist sehr praktisch, gerade bei offenen Umfragen. Da gebe ich das Ganze jetzt aber wieder weg. Auch was wichtig ist beim Erstellen, ich kann festlegen, ist das Ganze erforderlich? Also kann die Umfrage überhaupt abgeschickt werden, ohne dass ich das ausfülle? Nein, wenn ich das hier mit erforderlich auswähle. Und man merkt schon, es wird sehr unübersichtlich mit so vielen Antwortmöglichkeiten. Deswegen klicke ich da mal rein auf die drei Punkte und sage, aha, ich mache hier ein Dropdown draus. Und sobald man jetzt rausklickt aus der Frage, sieht man, aha, hier habe ich wirklich ein Dropdown-Menü generiert. Man merkt, man braucht sich hier gar nicht um irgendwelche Formatierungen oder sowas Sorgen machen, sondern man hat hier sofort die Frage ordentlich dargestellt. Kleinigkeit noch, das zeige ich jetzt nur einmal vor bei einer Frage. Auch hier kann ich Medien hinzufügen und das ist dann sehr interessant im Schulbereich, weil ich tatsächlich auf einem Bild eine Frage verpacken kann. Also ich könnte jetzt hier etwas machen, was ich in der Schule sehr häufig nehme. Gegeben ist folgende Grafik im Mathematikunterricht, folgender Graph einer Funktion und beantworte folgende Frage. Oder sogar einfach einen YouTube-Link hinzufügen und dort tut sich das Ganze, die ganze Welt der Flipped Classroom-Szenarien eigentlich ganz gut auf. Probiere das hier geschwind noch einmal mit einem Bild und wir werden vielleicht hier noch ein anderes Bild hinzufügen. Fertig. Dann ist dieses Bild daneben angelegt. Kann hier noch ein paar Veränderungen machen, ein bisschen größer, kleiner oder sagen, na, das ganze Bild soll größer dargestellt werden. Ist also noch ein bisschen optische Aufpeppung, nehmen wir das Ganze so. Gut, erste Frage erstellt. Man merkt sofort, wenn ich rausklicke, die Frage ist gespeichert und ich könnte sofort das Ganze teilen. Man sieht da oben rechts. Aber schauen wir ein bisschen weiter, was hier bei Umfragen noch alles möglich ist. Auswahlfragen, wie gesagt, Single Choice, Multiple Choice. Hier mehrere Antworten brauche ich jetzt nicht vorzeigen. Es gibt nur ein kleines Problem. Ich kann, wenn ich eine Frage ausgewählt habe, zum Beispiel als Auswahlfrage, die nicht mehr ändern im Nachhinein, muss die also wieder löschen und einen neuen Fragentyp hinzufügen. Was sehr wohl sehr praktisch ist, ist zum Beispiel, man sieht es hier mit dem Kopieren-Knopf, dass ich dadurch Fragen duplizieren kann oder auch mit den Pfeilen Fragen neu arrangieren kann, geht auch per Drag and Drop auf alle Fälle. So, fügen wir also keine Auswahlfrage hinzu, sondern den nächsten Fragentyp, ein Text. Ist auch irgendwie klar, was da gibt, welche Szene gefällt dir am besten? Fragezeichen. Kurze Antworten, lange Antworten. Was hier vielleicht interessant ist, und das mache ich vielleicht gleich mit einer weiteren Textfrage, man kann hier wunderbar einschränken. Schätze, wie lange ist die Episode 1 in Minuten? Fragezeichen oder Rufzeichen. Und ich kann hier bei der Texteingabe Einschränkungen eingeben und das ist wirklich praktisch dann im Hinblick auch auf Quizzes, wo es darum geht, zum Beispiel hier dürfen nur Zahlen eingegeben werden oder zwischen etwas muss eingegeben werden. Dann interessant, wenn man zum Beispiel mit dieser Umfrage Postleitzahlen abfragt oder Telefonnummern oder was auch immer, da kann ich Beschränkungen angeben und dadurch schon Fehler eliminieren. Hier würde ich jetzt ganz einfach sagen, okay, es muss eine Zahl eingegeben werden als Einschränkung. Ja, schauen wir schnell weiter. Bewertung ist auch klar. Hier vielleicht nur die Überlegung, aber das ist beim Erstellen von Umfragen jedem von uns ziemlich klar. Brauche ich ein mittleres Ding oder brauche ich eine gerade Anzahl von Antwortmöglichkeiten? Es gibt zurzeit nur die Möglichkeit, mit Sterne und Zahlsystemen zu arbeiten.
Worauf ich immer hinweise, ist die Beschriftung, dass ich sage, okay, gar nicht und sehr gut. Wenn ich da zum Beispiel frage, wie gefällt dir der neue Solo-Film? Keine Ahnung. Also da kann ich dann wunderbar mit Stufen abstimmen und man sieht, hier hat man sofort dann diese Beschriftung, diese Endpunkte wunderbar beschriftet. Ja, ein bisschen weiter, Datum ist auch keine Erklärung, braucht auch keine Erklärung zum Erstellen, deswegen überspringe ich das gleich. Interessanter wird es vielleicht schon bei einer Rangfolge. Dort kann ich wunderbar eine Reihenfolge festlegen, beziehungsweise der Ausfüllende kann dann eine eigene Rangfolge festlegen. Ich sage jetzt ganz einfach wieder ganz was Schnelles. Reihe die Episoden nach deiner Einstufung, Rufzeichen, und dann halt wieder mache ich eine Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Also das sind die verschiedenen Optionen. Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, bleiben einfach bei 6 und dann kann der Ausfüllende das sofort wieder in diese Reihenfolge bringen, die er jetzt glaubt, per Drag and Drop, werde ich dann auch noch kurz zeigen. Gut, schauen wir uns weiter an die nächsten Fragen. Likert-Skalen sind vielleicht per Name nicht bekannt, aber ihr kennt Likert-Skalen definitiv, wenn ihr das seht. Und zwar beurteile folgende Aussagen, also so Umfragen, so Rückmeldungsbögen kennt ihr. Ich mache hier vielleicht nur 4 Optionen. Da gibt es diesen Gag, Han Solo hat zuerst geschossen. Alle Leute, die im Star Wars-Universum ein bisschen auch zu Hause sind. Da kann ich sagen, stimmt total oder stimme völlig zu, stimme volle zu, stimme teilweise zu. Also ihr kennt diese Dinge. Stimme teilweise nicht zu und stimme dagegen. Schreiben wir es einfach so. Also hier diese berühmten Likert-Skalen, die eignet sich wunderbar, um Feedback und so weiter zu erhalten. Ihr werdet auch bei mir dann am Ende nach Freitag so eine Feedbackbogen von mir bekommen, den ich hier vorbereitet habe auf alle Fälle. Also verschiedene Aussagen, verschieden bewerten. Gut. Und zu guter Letzt etwas, was standardisiert worden ist, der NPS, der Net Promoter Score. Was ist das Ganze? Man sieht es hier wahrscheinlich. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie uns einen Freund, einen Kollegen empfehlen? Es ist vorgeschlagen, also dass Sie zum Beispiel Microsoft Teams, Microsoft Forms verwenden, würde ich sagen. Und es ist dann bei der Auswertung auch ganz interessant, dass hier eben zwischen überhaupt nicht wahrscheinlich und äußerst wahrscheinlich, auch das kann ich anpassen, 10 und 9 sind die sogenannten Promotoren, 8, 7, 6 die Leute, ja, das sind eher neutral und alles darunter ist eher so die negativ oder nicht positiv eingestellten. Das ist eine standardisierte Frage, standardisierte Sache. Wir werden es dann jetzt beziehungsweise also heute oder dann das nächste Mal auch sehen, wie das Ganze aussieht. Also hier die mal diese verschiedensten Fragenarten. Wie gesagt, ich kann mehrere Fragen des gleichen Typs erstellen, kann das neu anordnen. Man merkt hier mit den Pfeilen, Entschuldigung, vorher habe ich gesagt, Drag and Drop, das ist noch nicht realisiert, kann ich das wunderbar anpassen. So kann ich eigentlich schlussendlich meine Umfrage erstellen und ein bisschen auch orchestrieren, sagen wir das Ganze so. Vielleicht gleich mal der erste Hinweis, bevor ich hier auf Antworten und so weiter klicke. Wie schaut das Ganze aus? Ich klicke mal auf die Vorschau und ihr merkt schon, dass das Ganze sehr schlicht und einfach dann dem Ganzen entgegenkommt. Und ihr seht hier zum Beispiel diese Ordnung, wie ich das Ganze jetzt anordnen kann oder beim Net Promoter Score, dass ich hier einfach anklicken kann, beziehungsweise auch hier Zahl eingeben. Also wenn ich hier zum Beispiel versuche, einen Namen einzugeben, wird
als Antwort kommen, nein, du musst eine Zahl eingeben. Also da sind schon viele Sachen möglich und gerade in der Schule, wenn es jetzt um Datenaufnahme geht, sehr, sehr praktisch auf alle Fälle. Ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die das auch mobil einsetzen möchten: Ich brauche mir keine Gedanken machen um Formatierungen. Das Ganze wird automatisch auf die Screengröße angepasst. Vielleicht hier auch der Hinweis: Auch wenn das Ganze am Computer ausgefüllt ist, ihr merkt, das ist Responsive Design, also die Umfrage passt sich wunderbar an. Das sind Kleinigkeiten, die aber ich kenne andere Umfragetools hier sehr mühsam dann zu handhaben sind. In dem Fall passt das Ganze wunderbar. Also so kurz zur Vorschau, vielleicht noch ein paar Dinge zum Thema Design. Hier lässt sich Microsoft noch viele Sachen einfallen. Mir gefällt einfach auch wirklich hier eine Hintergrundgrafik oder etwas hochzuladen. Nehmen wir vielleicht hier wieder eine Star Wars typische Hintergrund. Und dann kann man das Ganze auch ein bisschen branden mit einem Hexcode. Ja, die dunkle Seite der Macht ist wichtig, deswegen nehme ich da schwarz. Okay, das sind so Kleinigkeiten, die hier vielleicht das Ganze noch ein bisschen aufpeppen können und dem Ganzen dienen. Bevor jetzt weitergeht so in Richtung Teilen, wie das dann an die Leute kommt und was man dann auch noch alles machen kann mit Ergebnissen und so weiter, das war mir eigentlich dann für Freitag auch vorgenommen. Ein paar Einstellungen, die ganz mächtig sind, wenn man das einmal gesehen hat und wenn man da hier auch gut drüber nachdenkt. Und zwar hier hinten geht es einmal los mit Verzweigungen. Etwas, was tatsächlich von Lehrern, danke, ich habe gerade gelesen, Markus, wo ist der Hexcode? Das ist hier unter Design. Und sobald ich einen eigenen Hintergrund legen möchte, kann ich hier den Hexcode angeben. Ich werde vielleicht das Antwort da geschwind posten. Gut, also bei der Verzweigung habe ich hier tatsächlich die Möglichkeit, interaktive Wege festzulegen. Ich sage es ganz einfach so, jeder von uns kennt das. Wenn Sie ja geantwortet haben, dann schreiben Sie bitte Folgendes hin. Und ich mache hier als Beispiel ganz einfach, wenn der Ausfüllende gesagt hat, welche Episode von Star Wars ist die beste und er klickt jetzt zum Beispiel 6 an, dann soll er sofort zum Ende des Formulars kommen aus. Oder wenn er sagt 4, soll er sofort zur Frage 4 kommen und so weiter. Also da kann man das Ganze sehr gut verschachteln und dadurch auch, wie soll ich sagen, Wege festlegen, je nachdem, was hier passiert und wo er dann hinspringen soll auf alle Fälle. Gut, also hier die jeweiligen Dinge zum Thema Verschachtelung oder wie es hier heißt, Verzweigung. Eine ganz interessante Sache sind in den Einstellungen, weil das ist sehr mächtig und muss ich auch, denke ich mal, ganz langsam auch durchsprechen und besprechen. Standardmäßig ist es immer so eingestellt, dass nur Personen aus der eigenen Organisation antworten können. Würde ich also euch diese Umfrage jetzt zukommen lassen, dann seid ihr jetzt mit einem Gast-Account tatsächlich Personen meiner Organisation, der O365 School, und könnt das ausfüllen, weil ihr jetzt auch angemeldet seid und so weiter. Wenn ihr das Ganze nicht möchtet, also wirklich außerhalb der Schule oder wenn zum Beispiel meine Schüler, meine Ausfüllenden keinen Account haben, dann muss ich auf anonym das Ganze umschalten. Also jeder mit Link kann antworten. Und jeder bedeutet wirklich jeder, der diesen Link kennt, diesen Teilungslink. Dadurch verliere ich auch logischerweise den Namen erfassen und eben diese Funktion eine Antwort pro Person. Das ist schon sehr spannend. Ich erzähle immer die Geschichte, die wir in der Schule gehabt haben, wie die Lehrer abstimmen haben und Lehrerinnen abstimmen haben sollen über die schulautonomen Tage. Also welche Tage möchtet ihr gerne frei haben? Und wir haben es geschafft, dass wir bei 80 stimmberechtigten Lehrern 140 Antworten gehabt haben. Also jemand hat das sehr häufig ausgefüllt und hat gesagt, ich möchte unbedingt diese
freien Tage haben. Und hier könnte ich natürlich sagen, okay, ich mache es zwar anonym, der Name wird nicht erfasst, aber ich darf nur eine Antwort pro Person festlegen. Oder nur eine Antwort pro Person ist erlaubt, weil eben das System dann erkennt, aha, Luke Skywalker hat sich angemeldet und hat das schon ausgefüllt, diese Umfrage. Speziell im Hinblick dann auf Tests, die ich logischerweise auch noch zeige, wird das dann interessant. Dann noch die verschiedenen Optionen. Ich kann das Ganze auch pausieren und praktisch vorbereiten in Ruhe und erst dann noch am Zeit freigeben, beziehungsweise das ist wirklich mächtig Start- und Enddatum angeben, also in welchem Zeitraum darf das Ganze ausgefüllt werden. Denke hier zum Beispiel an eine ganz einfache Sache, eine Schulsprecherwahl könnte man tatsächlich so absolvieren, eine Antwort pro Person und nur in diesem Zeitpunkt darf abgestimmt werden. Dann noch die klassischen Sachen wie zum Beispiel E-Mail-Benachrichtigung, also ich als Ersteller wird benachrichtigt. Und das ist vielleicht ganz interessant, anpassende Dankeschön-Nachricht. Ich kann hier nicht dieses klassische herzlichen Dank für fürs Ausfüllen, sondern hier auch die weitere Verarbeitung ein bisschen steuern. Also was meine ich damit? Ich könnte das ja als Teil, und das werde ich auch zeigen, Forms, Microsoft Forms, als Teil von Arbeitsaufträgen in OneNote, in Teams, in anderen Learning-Management-Systemen einbauen. Und dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn hier zum Beispiel steht, okay, gehe nun zur Aufgabe 3 weiter oder was auch immer. Oder ich poste hier noch einen Link zu etwas, sodass schlussendlich derjenige, der das ausgefüllt hat, schon wieder in die nächste Runde, in den nächsten Umfrage, in den nächsten Arbeitsschritt gehen kann. Das nur als Beispiel auf alle Fälle. Ja, jeder mit einem Link kann antworten. Ich versuche das Ganze jetzt einmal einfach auch euch zu zeigen, wie das mit dem Teilen da funktioniert. Und zwar haben wir hier einen Link, der hier sehr, sehr lang funktioniert in jedem Browser. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, diesen Link hier irgendwie einzubetten. Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich werde den Link jetzt einfach einmal in den Chat von dieser Kommunikation reingeben. Wenn Sie wollen, könnt ihr ausfüllen. Wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Einfach nur so funktioniert das Ganze auf einfachster Ebene. Ich gebe diesen Link einfach über Mail oder wie es auch immer weiter. Ganz interessant, und das war auch etwas, was wir Lehrer rein reklamiert haben vor 2-3 Jahren. Wir wollen hier einen QR-Code haben und das ist sehr praktisch, weil dann kann ich es auch sofort mit Smartphones scannen. Es ist nichts anderes als ein Link, der hier dann angeboten wird und mich dann in die Richtung Microsoft Forms zu dieser Umfrage bringt. Einbetten als iFrame ist logischerweise auch hier angeboten. Die Einbettungswelten werde ich euch dann noch später zeigen. Sehr praktisch, wenn man mit zum Beispiel Webseiten arbeitet und dort fast alle Webseiten unterstützen iFrames, WordPress und was auch immer, dort kann ich das wunderbar dann hinplatzieren. Und wenn ich hier auf E-Mail klicke, dann wird sich jetzt mein E-Mail-Programm öffnen und dann steht sofort zur Verfügung, ja, an wen möchtest denn du diesen Link schicken? Vielleicht eine Kleinigkeit, das sind Einbetten in PowerPoint funktioniert. Ja, danke Peter für den Hinweis. Das hätte ich mir auch vorgenommen, euch zu zeigen. Ich kann es versuchen gleich euch zu zeigen. Nur PowerPoint versteht keine iFrames. Also ich zeige das Ganze so, wie ich zum Beispiel bei euch letzte Woche als Umfrage gemacht habe, sofort. Danke für den Hinweis, kann ich natürlich sehr, sehr gerne zeigen. Ich habe hier PowerPoint geschwind geöffnet und es gibt hier unter Einfügen tatsächlich den Knopf, wenn ich in der Office 365 Welt bin, hier Formulare einfügen. Also das ist wirklich schon implementiert in PowerPoint in der neuesten Version.
Da braucht man eigentlich gar nicht mehr großartig irgendwie was machen. Und ihr seht hier schon die Möglichkeit, meine Formulare, ist jetzt zwar ein anderer Account, bitte nicht schrecken, aber ich nehme wieder das, was ich genau letzte Woche beim Peter verwendet habe in Liechtenstein, das Mitarbeitsquiz. Kann man das sofort hier einfach mit einem Klick einfügen und schlussendlich habe ich hier ein eingebettetes Webbrowserfenster und hier läuft dann die Umfrage drinnen ab. Wer diesen Knopf noch nicht hat oder wer hier noch nicht mit PowerPoint, also ihr seht hier, kann ich das dann auch wunderbar auf meiner Folie platzieren. Gespeichert wird das Ganze logischerweise wieder im Backend von Microsoft Forms. Wer das Ganze eben so noch nicht zur Verfügung hat, diesen Einfügen-Formular-Knopf, vielleicht mache ich zur Sicherheit auch hier noch geschwind einen Screenshot davon. Wer zum Beispiel noch die Office 2016-Version verwendet, was für Version ihr habt, könnt ihr ganz schnell herausfinden, indem ihr Datei und Konto klickt. Dort seht ihr, was ihr für Version verwendet. Und wenn ihr habt Abonnementprodukt, könnt ihr hier mit dem aktuellsten Office 365 Pro Plus arbeiten. Moment, ich muss ganz, ganz kurz jemanden die Tür öffnen, bin sofort wieder hier. So, ich habe Leute leider abwürgen müssen. So, geht's wieder weiter. Ja, also die Office-Version, die ihr vielleicht habt, da wird vielleicht im Microsoft Office 2016, aber auch dort könnt ihr mit einem kleinen Trick das verwenden, indem man hier Folgendes macht. Das müsste bei allen möglich sein. Einfügen und Add-ins. Und Add-ins, die man hier so verwendet, oder Add-ins, die man hier verwenden kann, sind zum Beispiel, ich rufe hier ein Add-in ab, ganz einfacher Webbrowser. Also meine Add-ins, ich habe hier einen Browser, Webviewer. Das ist eine ganz einfache Sache, das macht nichts anderes als einen Iframe, sage ich jetzt ganz einfach. Und dort kann ich dann eine HTTPS-Seite einfügen. Und wie gesagt, hier füge ich jetzt zum Beispiel den Forms-Link ein. Also ihr seht hier noch einmal geschwind, das ist der Link. Kopiere den ganzen Link und noch einmal zurück zu PowerPoint. Weil ja Forms nichts anderes ist als eine Webseite und die HTTPS unterstützt. Sobald ich hier auf Vorschau klicke, habe ich hier diese Star Wars-Umfrage auf meinem PowerPoint. Funktioniert logischerweise nur dann, wenn ich auch wirklich beim Präsentieren online bin. Und so könnte man beispielsweise, jetzt komplementiere das wirklich so, wie ich das letzte Woche auch vorbereitet habe, wo ich die Sache in vielen, vielen Vorträgen verwende, also nicht einfach nur das Formular einfügen und daneben dann zum Beispiel einen Link, sondern ihr könnt schon ahnen, was jetzt kommt. Ich kopiere mir ganz einfach diesen QR-Code und so bereite ich das dann zum Beispiel einfach vor. Rechtsklick einfügen, halt das, da ist er schon. Und dann können wir zum Beispiel in der Schule sagen, okay, liebe PowerPoint-Zuschauer, scannt den ganzen QR-Code und ihr kommt dann auf diese Umfrage. Also so habe ich jetzt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei Vorträgen und bei Workshops auf alle Fälle. So ein kleiner Tipp. Danke, Peter, nochmal für die Information oder für die Frage, das Einbetten in PowerPoint. Ich habe es auf meiner Liste gehabt, aber dann habe ich das jetzt auch gleich erledigt. Dankeschön auf alle Fälle. Super. Gut, das zum Thema Teilen, das zum Thema Weitergeben. Ich habe schon gemerkt, hier irgendwer von euch hat schon ausgefüllt, dankenswerterweise. Das möchte man dann noch später anschauen im zweiten Teil. Also am Freitag eigentlich zum Thema, was kann man mit den ganzen Analysen machen? Nur kurzer Hinweis, weil jetzt schon jemand das ausgefüllt hat. Es wird alles automatisch ausgewertet, aufgezeichnet und so weiter. Also da schauen wir uns natürlich noch viel, viel genauer dann an, wie das mit Ergebnissen läuft in Excel und so weiter, was man noch alles machen kann.
weil hier sehr viel Potenzial im Bereich Zusammenarbeit, Weiterverarbeiten drinnen steckt. Ich möchte nochmal den Schritt zurückwagen zu Forms. Ihr seht hier ist jetzt meine Star Wars-Umfrage. Das ist in einer Zeitleiste immer so angeordnet und alle meine Formulare sind schlussendlich hier einfach abgelegt. Ja, da gibt es jetzt den Hinweis, den ich weiß nicht, wann Sie es veröffentlichen, aber es gibt hier natürlich eine Suche, wo ich sagen kann, okay, zum Thema Star Wars, ihr seht, habe ich schon ganz viele solche Quizzes gemacht, kann ich ganz schnell was finden. Aber es wäre auch schön, wenn man das Ganze ein bisschen gruppieren könnte, anordnen kann. Was zurzeit neu ist, also das ist wirklich seit 1 oder 2 Wochen, ist, es gibt auch einen Papierkorb. Also ich kann das Ganze sofort mit diesen 3 Punkten löschen. Und dann kommt es aber in den Papierkorb, der ist da ganz rechts außen, der ist wirklich neu. Und man kann auch mit diesen 3 Punkten auch eine Kopie erzeugen. Und das ist dann sehr interessant, wenn ich beispielsweise manche Quizzes, manche Umfragen einfach öfter verwenden möchte. Ihr seht da zum Beispiel hier Einstiegsumfrage, Office 365 Workshop, die verwende ich natürlich sehr häufig. Und da brauche ich einfach einen Klick drauf machen, kopiere das Ganze und habe hier sofort wieder die nächste gelehrte Umfrage und kann schon wieder weiterarbeiten damit. Okay, was würde ich euch unbedingt noch zeigen? Wir haben jetzt Formulare gehabt. In der Schule sind nicht nur Formulare interessant, sondern eben Quizzes, also kleine Tests, die ich wahnsinnig gerne einsetze. Mittlerweile mache ich es tatsächlich so, dass ich jedes Kapitel auch damit abschließe, meinen Mathematikunterricht. Und was ist der Unterschied jetzt, wenn ich so ein Quiz mache? Jetzt mache ich wirklich noch mal ein Star Wars Quiz, ganz, ganz schnell. Ich kann auch Punkte vergeben und kann das auch automatisch beurteilen lassen. Das ist der große Unterschied. Man kann leider kein Formular so ganz rasch zu einem Quiz machen, sondern man muss wieder standardmäßig starten, Forms und dann ein Quiz auswählen. Also wenn ich hier jetzt, ich mache gleich ein Multiple-Choice-Quiz, in welcher Episode, Leute wissen schon, was jetzt kommt. In welche Episode kommt Han Solo vor? In welchen Episoden, so muss ich sagen. Dann kann ich hier wieder die verschiedensten Antwortmöglichkeiten geben. Single Choice lasse ich gleich wieder weg. Ihr könnt euch das schon vorstellen, was unter Single Choice funktioniert. Ich mache gleich einen Multiple Choice Quiz, also mehrere Antworten sind möglich. Und jetzt muss ich als Quizersteller noch die richtigen die richtigen Antworten markieren. Das kann ich nur machen, wenn ich hier ein Quizformat ausgewählt habe. Also er kommt vor in Episode 4, 5, 6, 7. Und jetzt kann ich auch Punkte dazu vergeben. Ich sage hier zum Beispiel, es gibt 2 Punkte dafür. Und sobald der Schüler, der das ankreuzt, ich sage immer Schüler, aber der das ausfüllt, alle 4 Antworten richtig hat, bekommt er 2 Punkte. Gleich ein wichtiger Zusatz ist, nur eine einzige Frage, Antwort falsch, bekommt er 0 Punkte. Hat einen Sinn, weil sonst würde der Schüler, der Ausfüllende, einfach alles ankreuzen und irgendwo sind schon die richtigen Antworten dabei. Kann man aber auch dann noch überstimmen, schauen wir uns vielleicht dann noch an. Ja, erforderlich, ja, nein. Hier vielleicht noch bei den 3 Punkten sehr interessant. Untertitel ist irgendwie klar. Man kann die Episodenliste, macht jetzt wenig Sinn, aber auch in zufälliger Reihenfolge angeben. Und dann wird das Ganze auch für jeden auch durchgemixt. Vielleicht trotzdem noch so eine Frage: Wie heißt der Bösewicht in der alten Trilogie? Und das war eben Darth Vader. Ist deswegen interessant, wenn man hier die Reihenfolge durchmixt, dass es nicht immer klar ist, an welcher Stelle das logischerweise steht. So, da gibt es einen Punkt. Also das hier mit Optionen in zufälliger Reihenfolge. Was man hier auch noch machen kann in Bezug auf Quizzes, was ich auch sehr interessant finde, erzähle ich immer wieder, sind Feedback, direkte Feedback-Nachrichten einzugeben.
Und ich könnte hier zum Beispiel jemanden, der Luke Skywalker oder der Han Solo ankreuzt, sofort nachdem er das angekreuzt hat und abgesendet hat, eine Rückmeldung geben und sagen, okay, nein, Han ist zwar auch nicht gerade ein Engel, er gehört zu den Guten. Und damit meine ich einfach jetzt Folgendes: Ich kann hier zum Beispiel sagen, ja, schau im Buch hier noch auf der und der Seite nach oder denk nochmal drüber nach, lese nochmal nach, schau dir dieses Video an. Also einfach Zusatzinformationen noch geben, um ein unmittelbares Feedback eben anzubieten, das sehr effektiv ist. Das wissen wir aus verschiedensten Metastudien, wie zum Beispiel die HETI-Studie. Ja, das ist wichtig meines Erachtens hier, die mit Feedback auch effektiv arbeiten zu können, die richtigen Antworten zu markieren, passt wunderbar. Bewertungen, Datum, Rang, Likert-Skalen und NPS, da gibt es logischerweise keine richtige Antwort. Es gibt sehr wohl noch richtige Antworten bei der Rangfolge. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht mehr zeigen, wo dann einfach Punkte vergeben werden, wenn ich die Reihenfolge wieder richtig hergestellt habe. Was noch interessant ist, ist Textsache, die ja. Auf den ersten Blick ist es unglaublich schwierig, Texte automatisch auswerten zu lassen. Und da wieder die Frage, wie heißt der Freund von Han Solo? Und da gibt es jetzt keine Antwortmöglichkeiten für den Schüler anzukreuzen oder für den Ausfüllenden, sondern er muss einfach eine Antwort eingeben. Ich kann aber dem System sagen, welche Antwort rechne ich richtig. Und wenn ich hier zum Beispiel als richtige Antwort hinschreibe, Chewbacca, dann, und der Schüler schreibt es wirklich so hin, Groß- und Kleinschreibung ist egal, dann wird das Ganze richtig gerechnet. Großer Nachteil, wird der Schüler jetzt Chewbacca mit CK schreiben oder irgendwie mit TSCHU. Dann wird das natürlich nicht erkannt werden. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, vielleicht lasse ich auch so etwas noch als richtig gelten. Oder wenn er jetzt irgendwie schreibt, Chewie oder sowas in die Richtung, auch das würde ich noch richtig rechnen. Ist natürlich sehr schwierig zu erahnen, in welche Richtung geht jetzt die Antwort. Und sobald man jetzt hier zum Beispiel in Mathematik, habe ich das schon gehabt, ich habe als Antwort gefordert 114 Zentimeter. Und habe mir gedacht, okay, schreibt es so hin, 114 Zentimeter. Schüler haben dann einfach aber leider das Leerzeichen nicht gemacht und deswegen ist es auf einmal falsch gerechnet worden. Also es muss ja wirklich ganz exakt so laufen und das ist natürlich ein bisschen mühsam. Da kommt vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren noch ein bisschen was dazu. Gut, also das zum Thema Texteingaben. Und da kann man auch tatsächlich so Vokabeltests abprüfen oder irgendwelche Fragestellungen, wo es halt wirklich auf ein Wort, ein Satz, eine Standardantwort hinausläuft. Jahreszahl und so weiter. Was ich euch unbedingt noch zeigen möchte, ein paar Mathematiker sind anwesend und weil es immer, also zumindest die letzten Male immer zu einem großen Oha und Aha geführt hat, sind mathematische Fragen. Und ich finde das nicht nur als Mathematiker interessant, sondern aus zweierlei Sachen ganz interessant. Es zeigt nämlich den Weg auf, in welche Richtung sich solche Quizzes entwickeln können. Und dazu der Klassiker, wer es schon kennt, den kann ich jetzt nicht mehr überraschen. Aber wenn ich hier zum Beispiel löse folgende Gleichung reinschreibe, dann ist es immer schwierig, hier zum Beispiel mit einem Untertitel mathematische Formeln einzugeben. Ja, wir kennen das, das ist immer ein bisschen mühsam. Deswegen gibt es seit ungefähr einem Jahr, einem halben Jahr eine Mathematikfrage. Ich kann eine Multiple-Choice- oder Single-Choice-Frage hier zu einer Mathematikfrage deklarieren und dann bekomme ich einen kleinen Formel-Editor. Der funktioniert sehr einfach per Klick und Paste. Wer aber zum Beispiel ein bisschen sich auskennt mit LaTeX oder wer so Befehle kennt wie Backslash Sum,
der sieht, dass man hier auf einmal auch so andere Dinge reinbekommt, wie Summenzeichen oder, ihr wisst zum Beispiel, Integral, also die Mathematiker wissen das, Backslash, Integral oder ja, was auch da immer. Ich bin kein LaTeX-Kenner, aber da kann man sich auch ein bisschen schwierigere Dinge überlegen. So, jetzt geht es aber darum, eine Gleichung zu finden, die der Schüler lösen soll. Ich schreibe da was ganz was Einfaches rein, zum Beispiel solche Dinge, lineare Gleichungen, wie wir sie zu Hunderten schon selber gelöst haben und wie wir sie auch immer unseren Schülern auftragen. So. Tolle ist jetzt tatsächlich, dass da viel mehr noch passiert, als einfach nur ein Quiz zu erstellen. Und das ist schon mal das erste Aha-Erlebnis für Leute, die das nicht gesehen haben. Bitte gut zusehen, sobald ich jetzt auf OK klicke, wird nämlich nicht nur die Formel dargestellt, sondern es werden mir auch die Lösungen vorgeschlagen, beziehungsweise die richtige Lösung hier mit einem Haken versehen. Also da steckt tatsächlich ein Computeralgebra-System dahinter, das mir hier die Lösung ausrechnet und auch andere Lösungen vorschlägt. Ja, also ich kann hier mit einem Klick, brauche nicht mehr die Lösung angeben, die Antworten hinzufügen und habe hier sofort 4 verschiedene Antworten mit der richtigen Lösung markiert und habe diese Frage eigentlich schon fertig erstellt. Das ist etwas, was ich sehr genial finde, nicht nur als Mathematiker, sondern einfach, weil es zeigt, da läuft im Hintergrund ein bisschen mehr nur als reine Quiz-Erstellung. Wenn euch das nicht von den Socken oder aus den Socken wirft, dann hoffentlich das nächste, weil tatsächlich passiert jetzt bei der nächsten Frage Folgendes. Bitte gut zusehen. Die Frage, die ich jetzt hinzufügen möchte, ist nämlich schon eine vorgeschlagene Frage. Und jetzt wird es wirklich skurril. Ich bekomme hier aus dieser Gleichungsbauart auf einmal vorgeschlagene Fragen. Das heißt, das System hat gerade erkannt, aha, du möchtest gerne deinem Schüler Gleichungen lösen lassen. Und diese Gleichungen haben alle so eine Bauart, lineare Gleichung mit Klammern und ein paar Zahlen drinnen. Und ihr seht hier, alle diese vorgeschlagenen Gleichungen werden tatsächlich mit unterschiedlichen Zahlen generiert. Und ich brauche jetzt nur mal einen einzigen Mausklick, alle hinzufügen und habe sofort 3 weitere Gleichungen, Fragen zu diesen Gleichungen erstellt mit den richtigen Lösungen, seht ihr es da wieder. Und auch solche Dinge, die wir Mathematiker vielleicht ja auch brauchen, leere Menge, x ist r, also alle Lösungen. Also das ist wirklich meines Erachtens sensationell, was da sie die Microsoft das überlegt haben. Und ich sage es auch immer, dahinter steckt tatsächlich künstliche Intelligenz, also AI und KI, wie auch immer ihr das nennt, läuft eben auf den Servern von Microsoft ab. Sie erkennen, aha, ich habe hier eine Gleichung zu lösen, die so gebaut ist, oder du möchtest gern Gleichungen lösen lassen, die so gebaut sind. Und deswegen schlage ich dir vor, dass das so in die Richtung geht. Und ich sage es immer wieder, es gibt da unglaublich viele Testballons und Tests, die ich schon selber ausprobieren habe dürfen, wo das Ganze auch in Richtung Fragen mit Sprache geht. Ja? Also tatsächlich automatische Übersetzungen, kontextsensitive Eingabe. Also im Englischen funktioniert es tatsächlich mit, wenn ich eine Funktion habe, wie zum Beispiel y gleich 5x Quadrat, und ich schreibe da oben drüber integriere, im Deutschen wird es jetzt nicht funktionieren, dann wird er mir hier unten tatsächlich das Integral dann herausschmeißen. Jetzt macht er natürlich was anderes. Probieren wir vielleicht einmal nur 5x Quadrat. Nein, er macht es noch immer nicht. Aber auf Englisch funktioniert es. Wenn ich integriere drüber stehen, kriege ich hier andere Dinge, als wenn ich hier ableite drüber schreibe. Aber das sind alles noch, ja, hier haben wir es, Integrate, also ihr erkennt das Ganze. Und das sind Dinge, die ja ganz woanders ansetzen, nämlich wirklich zu verstehen, was ist damit gemeint, was willst du haben. Also Differentiate müsste eigentlich die Ableitung sein, da verschrieben. Nein, habe ich nicht verschrieben. Und ihr bekommt hier so ein bisschen ein Gespür,
in welche Richtung das gehen kann. Und das fasziniert mich schon auch in Bezug auf geschichtliche Sachen. Ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel. Zum Beispiel, wann wurde Mozart geboren? Und dann wird einfach über Kontextsuche das Ganze herausgesucht. Ja, soweit so gut zum Thema Quizzes erstellen. Ist jetzt kein Star Wars Quiz mehr. Auch hier wieder der Hinweis, Design, Vorschau und so weiter. Vielleicht noch hier die interessante Einstellung. Ich kann hier die Fragen in zufälliger Reihenfolge machen. Ich kann hier sagen, gewisse Fragen werden einfach gesperrt. Aha, also ich habe vielleicht einen Fragenpool und daraus gibt es dann nur gewisse Fragen, die man ja so auswählen kann auf alle Fälle. Und dann wieder dasselbe mit Teilen und Link weitergeben. Wer kann beantworten? Also hier genau dieselbe Welt, die ich vorher schon eben irgendwie besprochen habe. Gut, soweit einmal das Erste. Vielleicht noch ein paar kleine Ideen, die ich hier in meiner Office 365 Welt meiner Schule verwende, damit ihr eine Idee kriegt, wie das in Mathematik vielleicht ablaufen kann. Es sind keine besonders guten, keine besonders schlechten Quizzes. Nur als Beispiel hier aus der Finanzmathematik, Tilgungspläne, wo ich halt klassisch immer so etwas mache. Ich hoffe, man kann es erkennen. Gegeben ist folgender Tilgungsplan, einfach ein Screenshot aus Excel. Also das ist nichts anderes als ein Bild. Und meine Lieblingsfragen heißen dann einfach immer wieder, kreuze alle richtigen Aussagen an. Oder zum Beispiel, hier ist etwas geschwärzt worden, was ist die richtige Antwort? Gib die richtige Antwort ein, die richtige Zahl oder erkläre mit Worten, was das bedeutet. Ihr merkt, ich arbeite wahnsinnig gerne eben mit solchen Grafiken. Ich habe eigentlich fast überall Grafiken eingebunden. Oder, was kann ich euch noch zeigen, zum Thema, was haben wir, Investitionsrechnung. Ja, gegeben sind Graphen, wo Dinge herausgelesen werden müssen und Antworten gefunden werden. Also das ist schon sehr mächtig, wenn man hier immer praktisch in dem Bild die Fragen einbettet. Der Christian fragt nochmal geschwind, wo man die einfügt. Also einfach auf die Frage klicken. Ich gehe noch einmal zurück zu meiner Testumgebung. Einfach tatsächlich auf die jeweilige Frage klicken, in welchen Episoden kommt Han Solo vor. Und hier ist dieses Bild einfügen. Und auch Videos gehen auf alle Fälle. Die werden auch wirklich da gespeichert. Also wenn es jetzt beispielsweise dieses Bild nicht mehr gibt, ja, dann ist es auch kein Problem mehr. Es wird wirklich hier tatsächlich mit dem Quiz das mitgespeichert. Und also wenn ihr auch was hochladet und so weiter, das kommt da drinnen vor. Vielleicht ein bisschen aufpassen auf Copyright und solche Dinge in dem Zusammenhang. Ja, eines vielleicht noch, was kann ich da noch zeigen? Was habe ich hier verwendet? Ah ja, zum Beispiel nur, die Schüler müssen etwas rechnen, haben irgendwie einen klassischen Rechenauftrag bekommen und nur damit sie sich selber kontrollieren können, haben sie einfach ganz zum Schluss die Antworten in ein Formular eingeben müssen. Ja, also da ist einfach dahinter ein Arbeitsblatt und bei Aufgabe 1a kommt halt dann welche Antwort heraus, aha, 7,5 Hektar und dann müssen die Schüler einfach ankreuzen, okay, ich habe das wirklich hier einfach berechnet und ja, hier einfach dann zur Antwortüberprüfung. Der Helmut fragt da zur Zellbiologie, ja, das war nur so ein Testballon, weil da was steht, da haben wir auch nur kurz was ausprobiert. Also hier nur, es war nur damals in einem Workshop, hat jemand gesagt, ja, kannst du geschwind etwas über Zellbiologie machen. Was ich euch gleich als Bonus irgendwie heute sagen möchte, ihr könnt hier unglaublich viel von anderen profitieren und miteinander Unglaubliches gestalten. Da werde ich dann auch nächsten Freitag ein bisschen genauer darauf reingehen, nämlich hier mit den Vorlagen und mit der Zusammenarbeit, wo das Ganze wirklich
unglaublich viel bringt, wenn man miteinander arbeitet, auf alle Fälle. Aber ich will euch, ich jetzt schon so lange gesprochen, eigentlich noch, hätten wir vorgenommen, zum Schluss noch 10 Minuten wirklich viele, viele Fragen jetzt zu einem ersten Teil noch zu beantworten. Und im zweiten Teil dann nächste Woche möchte ich euch dann wirklich zeigen, was man mit Auswertungen machen kann, was man mit, okay, das muss ich wieder anders dann erledigen, wo das Ganze auch eingebettet werden kann, wie die Korrektur zum Beispiel verläuft, wer mit Microsoft Teams schon arbeitet, wie das jetzt zum Beispiel schon zusammenspielt, Microsoft Teams und Office Forms oder Microsoft Forms. Also das wäre noch für nächste Woche geplant. Als Abschluss, bevor ich das Mikrofon für euch aufmache, herzlichen Dank für eure wertvolle Zeit. Ich hoffe, es war nicht zu viel und es war trotzdem was Neues dabei in der Fülle der Zeit. Vieles ist wahrscheinlich euch bekannt vorgekommen. Werde auch dann die Aufzeichnung dann zur Verfügung stellen. Also ihr könnt das auch dann gerne noch nachschauen, noch mal in Ruhe nachsehen. Und würde mich natürlich freuen, wenn jetzt der eine oder andere gesehen hat, okay, das wäre eigentlich cool, da könnte noch ein anderer Kollege euch auch mitmachen. Sehr, sehr gerne einfach mir kurz noch, auch wenn es offiziell jetzt schon geschlossen ist, die Anmeldung, mir E-Mail schreiben oder hier einfach rein posten. Ich möchte einfach sehr, sehr viele Leute erreichen mit diesen Dingen und heute habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich international wieder geworden bin und ganz, ganz wenige Österreicher eigentlich gesehen habe und dabei waren und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für eure wertvolle Zeit. Ich stoppe die Aufnahme und ihr könnt sehr, sehr gerne die Fragen dann noch stellen.